Natur traf Kultur zum ersten Parkkonzert vor dem Schloss Greven mit dem Preußischen Kammerorchester. Eröffnet durch Bürgermeister Jürgen Pulzel und Nationalparkleiter Dirk Treichel verfolgten etwa 200 Gäste den einstündigen Klanggenuss vor historischer Kulisse. Konzertmeisterin Eiko Ogata zeichnete für das Programm verantwortlich. Es war ein Konzert anlässlich des 25. Nationalparkjubiläums, organisiert vom Förderverein Nationalpark Unteres Odertal, mit Unterstützung durch den Unternehmensverbund Stadtwerke Schwedt. Das Publikum zeigte sich begeistert, Applaus, der am Ende mit einer Zugabe belohnt wurde. Ein Erlebnis, das nach Wiederholung ruft.